Willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge Horizon Zero Dawn. In der letzten Folge haben wir wieder viel erfahren über Gaia. Und haben auch rausbekommen, dass wir aus einer Brutstation kommen. Und dass wir die Chance haben, quasi Gaia nochmal neu zu aktivieren und die Welt zu retten. Wenn ihr die Folge nie gesehen habt, dann werft ruhig mal einen Blick oben rein. Ich packe euch wieder alles in die Infobeschreibung. Jetzt hatten wir noch den Langhals gemacht, der hier war. Den letzten Langhals hatten dann eine Errungenschaft freigeschalten und gucken uns jetzt die Brutstätte Zeta an. Was ebenfalls die letzte Brutstätte sein müsste. Da gucken wir doch einfach mal zusammen rein. Außen gab es schon allerhand Plünderer, die uns da ans Leder wollten. Ganz so vorsichtig brauchen wir wieder nie vorgehen. Das Questmenü, dann machen wir das erstmal zu unserer Hauptquest. Gib dich zum Brutstättenkern. Der Eingang von der Wolke gesperrt gewesen. Gut bewacht von drei Plünderern oder so. Und ich denke, dass hier noch weitere Plünderer sein werden. Einfach mal. Wir waren jetzt zwischendurch nie nochmal beim Händler. Wir hätten da vielleicht noch ein bisschen was abwerfen können. Sieht ebenfalls wieder insane aus, ne? Reitmaschine kann Ort nicht betreten. Hier geht's weiter, deswegen gucken wir uns erstmal hier um. Hier scheint es aber nie so viel zu geben. Nö. Die Heilung ist ebenfalls voll gestackt. Wir sind mit unseren guten Bögen ausgestattet. Die sehr viel Damage machen. Ebenfalls ist die Brutstätte jetzt für Level 20 ausgelegt, ne? Und wir sind halt schon Level 53. Wir müssten also smooth vorankommen. Kann ich hier nochmal ganz kurz... Warte mal ganz kurz. Bild hoch, ja. Einen Punkt hier entfernen. Hier steht es nochmal. Stufe 20. Wir müssten also eigentlich gemütlich durchmarschieren können hier. Dadurch, dass wir uns zwischendurch für die Frozen Wilds entschieden hatten. Da natürlich ein bisschen vorgearbeitet. Ist halt ein Donnerkiefer, ne? Müsste aber kein Problem sein. Das ist ein Donnerkiefer. Das ist kein Problem, weil wir einfach oben die Sachen da absprengen müssen. Waren das jetzt alle Maschinen hier? Ja. Das Problem ist dann eher, was da noch dazu kommt. Weil das ja meistens nie nur die Maschinen sind, die in dem Kreis stehen. Sondern noch andere. Ich setze hier erstmal noch wieder ein paar Fallen hin. Noch zwei übrig, also setzen wir die noch. Ist zwar nicht ganz wohin. Reicht vielleicht auch schon zu. Wir sprengen dem zuerst oben die Scheibenwerfer ab. Um dann die selber für uns nutzen zu können. Und ich hoffe, dass jetzt nie unbedingt noch krassere da uns entgegenkommen. Hätten wir vorher speichern sollen? Ach nö, rein da. All in, Leute. Oh oh, da ist jemand sauer.
Oh ja, kein Stress. So. Hier. Der erste Scheibenwerfer ist ab oben. Der liegt hier. Gucken erstmal, dass wir den ein bisschen chasen. Was das Schwierigste vielleicht daran ist, ist, dass wir die falsche Rüstung dabei haben. Also ich würde ja schon für Feuerschaden plädieren. Und direkt erstmal Heilung nehmen. Danke. So, dann chasen wir den ein Stück. Nehmen den Scheibenwerfer und geben es dem. Keine Munition. Nehmen uns den nächsten. Schön leise. Er hat uns noch nie gesehen, so ungefähr. Ziert halt ordentlich, ne? Mit den zwei Scheibenwerfern kein Problem. War's das? Ja. Wie gesagt, eine Level 20 Grube. Brutstätte. Hätten sogar noch ein bisschen was gehabt. Bin ich bloß gespannt, was wir hier freischalten. Eure Rüstung sieht auch richtig insane aus, ne? Sehr schön. Brutstätte Zeta. Alle Kerne überbrückt. Hephaestus ist die Ursache der Brutstätten-Datenstörung. Er zwingt sie, aggressive Maschinen herzustellen. Er war einmal ein Teil von Gaia. Aber jetzt agiert er selbstständig, wie Hades, und verfolgt eigene Pläne. Aber warum? Was will er erreichen? Noch ein Rätsel, das es zu lösen gilt. Aber zuerst muss ich mich um Hades kümmern. Erst müssen wir uns um Hades kümmern. Okay. Gib dich zum Bitterkamm. Gut. Wir haben die letzte Brutstätte freigeschaltet. Wir können jetzt Donnerkiefer übernehmen und Steinbrecher. Das ist natürlich insane, ne? Richtig nice. Also können wir jetzt eigentlich fast alles übernehmen. Es sei denn, es ist verdorben. Ich hoffe, die letzte Folge war nie ganz so lang. Aber müsste okay gewesen sein. Lagerfeuer entdeckt. Reiten wir die Straße lang, ist die Frage. Ja, reiten wir. Hier waren wir halt auch noch nie, ne? In der Region. Ja, immer geradeaus und dort zwischen den Bergen. Bei den sieben Zwergen muss was sein. Das war knapp. Das nehme ich mit. Ich fast noch abgestürzt. Mal einfach mal. Uns fehlen noch immer noch die letzten Energiekerne. Die Rüstung. Die snacken wir uns auf jeden Fall auch noch. Also ich werde mal sehen, dass wir jetzt vielleicht erst die Quest hier noch machen. Phantomschmerzen. Diktat ein, meine Beine tun weh. Ich beuge mich andauernd drohender, um sie zu massieren, aber natürlich sind sie nicht da. Ich sag's dir, es ist eine Sache von Phantomschmerzen zu hören, aber eine andere sie zu haben. Okay. Ein verletzter Kämpfer sozusagen. Gucken gleich mal rein hier bei dem Boy. Scheint in einer Maschine gewesen zu sein. Mal gucken, wie wir jetzt hier überhaupt hochkommen. Das sieht nicht so aus, als wäre das so einfach. Der Weg auf den Berg wird schwierig. Dort lauern überall bösartige Maschinen. Verdorbene Maschinen? Nicht verdorben. Aber sie tolerieren keine Menschen. Warum überrascht mich das nicht?
Der Weg auf den Berg wird schwierig. Da komme ich da drüben besser, so wie es aussieht. Nochmal ganz kurz. Ja, da ist auch das letzte Lagerfeuer. Langsam, langsam. So, die ersten drei Pfeile sind aufgelegt. Weichern hier nochmal fix. Uratskiste. Ja gut. Es wird nie so schlimm sein wie in den Frozen Wilds, das erste Monster, was uns da begegnet ist. Level 40 oder was das war. Wo ich da schon überlegt hatte, wieder zurückzugehen. Irgendwie ging es da auch hoch, oder? Hier einfach mal hier lang. Es wird uns immer so ein bisschen mit Gelb angezeigt, wo wir hin müssen. Ist auch nice. Das war knapp, oder? So, darüber. Zeitlupeneffekt. Richtig cool gemacht. Tische an der Ebene. Wächter auf der anderen Seite. Bürscher in der Ebene. Da oben. Ich wechsle noch mal ganz kurz die Rüstung. Glauben Sie, dass Sie Gaia bewachen? Ich bezweifle, dass Sie überhaupt denken. Es ist eher ein Instinkt, der Sie zu Ihrem Grab zieht. Wir werden hier nie ohne zu kämpfen durchkommen. Okay, Aloy. Dachte ich mir. Ich glaube, ich bin fast da. Stimmt. Wir rennen einfach durch. Das geht. Er hat uns schon verloren. Dank unserer Tornausrüstung kommen wir hier geschmeidig durch.
Tschüss. Hat's auch ein bisschen Action gegeben. Wolltet ihr nicht auf uns warten hier irgendwo? Gaias Selbstopfer. Hat das bewirkt? Den ganzen Berg von innen heraus platzen lassen? Ja, ja. Schnell jetzt. Ich habe den Weg für dich vorbereitet. Du warst schon einmal hier drin. Ein Stück weit. Du wirst sehen. Was ist das für ein Dude? Du hast einen Kletterpfad vorbereitet, wo eine Armee von Maschinen auf mich wartet? Seit wann sind Maschinen ein Hindernis für dich? Wenn du fliegen könntest, hätte ich nicht mal den Kletterpfad gemacht. Ist dem crazy, dass der schon. Da gucken. Nicht gucken. Ist werklos. Trotzdem crazy, dass der angeblich schon überall war und alles schon gemacht hat und alles schon gesehen hat und der weiß auch über alles Bescheid, prinzipiell. Ich trau dem nicht so richtig. Gaia Prime, Leute. Krasse Sache, das. Dann gucken wir mal, was wir hier so erfahren. An genau so einem Ort habe ich mir dich immer vorgestellt, Silence. Danke. Es ist eine von vielen Werkstätten, die ich im Laufe der Jahre gebaut habe. Seit Jahren versuche ich, hier hineinzukommen. Ich bohrte, ich brannte, ich sprengte. Doch wir wissen beide, dass du das schaffen wirst. Das klingt, als sollte ich mich entschuldigen. Aber nein. Ich kam nie darauf, es nicht mit Kraft zu versuchen, sondern mit einem Schlüssel. Einen in menschlicher Form. Der Mangel an Fantasie lag an mir, nicht an dir. Gaia sagte, dass wir sie reparieren könnten, aber bei dieser Verwüstung, wie soll das gehen? Sie sagte, die Reparatur darf erst stattfinden, wenn Hades zerstört ist. Ich stimme zu. Wenn das Terraforming-System wieder läuft, könnte Hades es als Waffe einsetzen. Durch Gaias Opfer musste er sich Wege suchen, die für ihn weniger bequem sind. Aber geht das überhaupt, ein Wiederaufbau von Gaia? Du weißt, wozu die Brutstätten fähig sind. Dass sie alle Technologien erzeugen können, um Maschinen zu bauen. Nach dem gleichen Prinzip müsste es ihnen möglich sein, Technologien zu erzeugen, um Gaia zu reparieren. Aber das dauert Jahre. Und uns bleiben nur noch einige wenige Stunden. Ich dachte, dieses Mal wärst du wirklich hier. Körperlich hier. Warum? Meine Anwesenheit ist unnötig. Du kommst auch ohne meine Hilfe durch die Tür. Du wurdest dafür geboren, nicht ich. Es wird Zeit reinzugehen. Ja. Wenn du die Master-Überbrückung findest, hast du auch die Macht, Hades zu besiegen. Alles hängt jetzt von dir ab. Genetische Identität bestätigt. Ausgang autorisiert. Guten Tag, Dr. Sobek. Bitte treten Sie durch. Der hat halt hier Jahre gebohrt und gemacht, ne? Und crazy. Aber der Hades wird uns nie einfach so, das alles machen lassen. Ich denke, hier kommt schon noch einige Gegenwehr. Ankunftsprotokollierung Shen Mago. Willkommen in der Eishölle. Bevölkerungszahl 10. 11, wenn man Gaia mitzählt. Zähl deine Hühnerembryos nicht, bevor sie ausgebrütet sind, Schätzchen. Wir haben sie noch nicht angeschmissen. Es wird noch dauern, bis du dein Omelett essen kannst. Ich bin Veganerin, Travis. Man sollte denken, dass dir das in der langen Zeit in der Geheimbasis mal aufgefallen ist. Eigentlich sollten wir erst in 3 Wochen hier einziehen. Ist dir klar, dass ich gerade 350 Kilo Schundliteratur im Transit verloren habe? Moment mal, physische Medien? Warum hast du sie nicht digitalisiert? Nichts geht über das Gefühl, physische Medien in den Händen zu halten. Und hier drin werden wir nicht allzu viel anderes berühren. Ich wollte mir die Zeit damit treiben, sie zu aktivieren.
Was ist mit dir? Mit mir? Ich werde wohl arbeiten. Meine Aufgaben werden mich gut 3 Jahre lang beschäftigen. Da ist noch viel Feinschliff nötig. Und danach, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Das wirst du noch. Bist wie alt? 30? Dann wirst du wohl hier am Ende das Licht ausmachen. Stoff zum Nachdenken. Was, Veganerin? Du wirst mich noch ewig nerven. Nein, nicht ewig. Nur den Rest deines Lebens. Pass auf, wo du hintrittst. Pass auf, wo du hintrittst und lässt dich erstmal übelst fallen. Epische Musik dazu, ne? Gerade eben an der Stelle. Hier dürfte ja noch nie gewesen sein. Ich hoffe eigentlich noch auf die Energiekerne. Sei, das muss eine Explosion gewesen sein, Leute. Darüber müssen wir. Es klingt auch so, als wären wir nicht allein. Das kann wohl mein Weg hinüber sein. Ich guck mal, ob ich hier so ein bisschen was erkunden kann noch, abseits von der eigentlichen Fläche. Sieht aber nicht so aus. Soll mein Weg hinüber sein. Hier, oder? Das hat ein bisschen Damage gemacht. Wir könnten auch die andere Rüstung hier erstmal ausrüsten. Permanent geheilt werden. Bin ich ja mal gespannt, auf was wir hier stoßen. Gibt's noch mal Pilze? Energiezelle, Leute. Noch eine Energiezelle. Ich brauche nur noch eine, um an diese alte Rüstung heranzukommen. Nice. Wieder Glück, dass wir die Energiezelle gefunden hatten, ne? Denk nicht drüber nach, Aloy. Mach es einfach. Das hätte ich selbst nicht besser sagen können. Ich muss da mal kurz drüber nachdenken, Leute. Die hält seit 19 Jahren, oder? Naja. Nicht antworten. Ich will hier ungerne verweilen. Ich hoffe, dass wir die andere Energiezelle noch finden. Oh, das wäre geschafft. Bevor wir hier rumschwänzeln, gucken wir nochmal kurz hier alles ab. Geht's hoch? Geht aber auch noch runter, ne? Gucken mal ganz kurz, ob vielleicht unten irgendwas ist. Ich bin immer ja der Vertreter davon, da wo wir hin sollen, gehen wir erstmal nie hin. Nicht hier lang. Vielleicht den Schacht hinauf? Ja, Moment. Manchmal hat man hier trotzdem ein bisschen was zum Einscannen und so. Trotzdem clever vom System gemacht, dass es uns da gleich in die richtige Spur lenken will. Mal rüber und dann hoch. Macht trotzdem noch riesen Spaß, ne? Wenn ich überlege, wie viele Stunden wir das schon daddeln. Ganz am Anfang hatte ich da immer mal mitgerechnet. Hier lang. Weil man entdeckt einfach. Hier müssen sie gelebt haben. Man entdeckt sehr, sehr viel. Einst war dies alles von Stein und Metall umschlossen. Aufnahme. Ich bin gerade aufgewacht. Es ist. Ich sehe die Zahlen, aber ich kann die Uhrzeit nicht erkennen. Ich habe geträumt. Ich hielt eine Vorlesung in der Q-Hall. Etwas über
Schamanismus, ich weiß nicht. Die Zuhörer waren verschwommene Schatten unter offenem Himmel. Ich sagte ihnen, die Welt würde mit einem Knall enden. Einer Roboterplage. Aber die letzten Menschen, wir endeten nicht mit einem Wimmern, sondern einem Flüstern. Also in Höhlen. Wir enden, wo wir angefangen haben, versammelt um ein flackerndes Leuchten. Die Staatsoberhäupter, wichtige Persönlichkeiten, die Anführer und Lotteriegewinner, alle verborgen in ihren kleinen Verstecken. Manche glauben, sie werden überleben, irgendwie, oder Elysium, oder wir hier in Gaia Prime, es macht keinen Unterschied. Eine Vielzahl winziger Gesellschaften, die sich etablieren, auflodern und sterben. Einige werden wunderbar sein, andere schrecklich. Und eine von ihnen hat eine Bedeutung. Kurzlebige Zivilisationen. Ein letztes Luftholen. Ein letztes Luftholen, bevor der Atem angehalten wird. Bevor ich aufwache, weiß ich, dass mein Publikum weg ist. Ich rede mit mir selbst. Zu einem stillen Planeten, einem Ödland. Es gibt nur Gaia und ihren langen, langen Traum. Ich hoffe, sie fühlt sich nicht einsam. Die Evakuierung ging so schnell. Es blieb keine Zeit, alles zu durchdenken. Keine Zeit, Abschied zu nehmen. Es gab lange Schlangen in der medizinischen Abteilung. Ich sagte Tom Peck, ich wäre bei ihm, wenn er unters Messer kommt. Aber da war diese letzte Ladung von Paradiseidel-Zygoten, die ich noch fertig machen konnte, wenn ich mich beeilte. Ich bin immer noch wütend, dass er mich zwang zu wählen. Wütend auf mich selbst, weil... Tja, er starb allein. Und die verdammten Paradiesvögel konnte ich auch nicht retten. Jetzt bleibt mir alle Zeit der Welt, um nachzudenken. Gaia Prime ist versiegelt. Das Elysium ist... Elisabeths Zimmer. Ich weiß, sie konnte nicht einmal auspacken. Das sind ihre Tagebücher. Elisabeths Tagebücher. Und sie sind alle zerstört? Scanne sie. Der Fokus kann sie wiederherstellen, aber das dauert. Für uns ist er ein mächtiges Gerät, aber sein... Laden schwer. Datei beschädigt, Reparatur wird durchgeführt. Betrieb ist winzig und eingeschränkt. Wie lange dauert es? Tage, Wochen, Jahre. Kümmere dich darum, Hades aufzuhalten und die Zukunft zu verlängern, dann lebst du vielleicht lange genug, um sie zu hören. Okay. Tage oder Jahre. Er ist extrem aufbauend, der Boy, den wir dabei haben. Elizabeth. What the hell? Ach, die Master Registry. Wie man die Master Registry ist das? Das sieht nach Gegnern aus. Um jetzt irgendwas lesen, snacken wir erstmal kurz hier in den Raum. Gibt's nichts? Büroräume? Okay. Können wir hier sonst irgendwas scannen? Nee. Hör mal rein, Leute. Hier spricht Charles Johnson. Diese Blumen. Vor 6 Stunden erfolgten die letzten Arbeiten an Gaia Prime. Heute Morgen kam es zu einer Fehlfunktion beim Zugang. Gaia Primes Portsiegel schließen sich mit einer Fuge von höchstens 2 Millimetern. Doch eins ließ eine Lücke von 10 Millimetern. Genug Platz für eine Energiesignatur. Genug für den Schwarm, diese Anlage zu entdecken. Genug, um Gaia zu finden und zu zerstören. Genug, um die Zukunft zu beenden, für die wir so hart gearbeitet haben. Es sei denn, wir reaktivieren die Servos manuell. Von außen. Ich schalte jetzt zu einer Aufnahme des Vorfalls. Also, ich gehe da nicht raus. Kommt gar nicht in Frage. Entweder schicken wir jemand raus, oder das alles hier war umsonst. Lissa!
sollte das entscheiden? Also, wann wird sie denn endlich hier sein? Sie sagte 5 Minuten. Glaubt ihr, etwa... Oh nein. Okay, Leute. Ich hab's repariert. Gaia? Siegelflug über 1,4 Millimeter. Bestätigt. Elisabeth, nein. Wir finden einen Weg, dich hier rein... Es lässt sich nicht machen. Der Schwarm ist zu nah. Wirklich, es ist okay. Gaia ist fertig. Sie wird sich jetzt um alles kümmern. Dafür ist sie da. Doch nicht so. Es gibt noch so viel. Leute, ihr kennt mich. Abschiede sind nicht meins. Oder große Worte, also... Lassen wir's. Also... Mach's gut, Liz. Und... Wir sehen uns. Ja. Passt gut auf euch auf. Liz. Es ist okay für mich. Ich will nach Hause. Lebt wohl. Das war die letzte Nachricht von Elisabeth Sobeck. Sie gab alles für die Hoffnung auf Leben auf diesem Planeten. Und wir stehen alle in ihrer Schuld. Aloy? Sie ist tot. Wirklich tot. Aber das wusstest du doch schon, Aloy. Und ihre Leistungen waren mehr als außergewöhnlich. Als ihre Leute zögerten, übernahm sie die Verantwortung. Nur sie war bereit dazu. Sie war besser als sie. Das meinte ich nicht. Das war sie. Das kannst du dir ruhig eingestehen. Könntest du nur für einen Moment, anstatt zu rechnen, ein Gefühl zulassen? Sie hat sich für ihre Freunde geopfert, für die Zukunft, für das Leben auf Erden. Bewegt sich das denn überhaupt nicht? Ihre Großzügigkeit dabei. Du tust so, als hätte ihre Entscheidung etwas Magisches. Es war ein rationaler Entschluss, hatte nichts mit Sentimentalität zu tun. Du liegst falsch. Du weißt doch, es hat ihr nicht gereicht, dass Gaia nur denkt. Sie hat ihr beigebracht, zu fühlen. Sich zu sorgen, Opfer zu bringen, ans Leben zu glauben, um die Hoffnungslosigkeit zu überwinden. Ohne diese Sentimentalität gäbe es kein Leben mehr. Du und ich hätten niemals existiert. Dein Argument ist gut. Es tut mir wirklich leid. Sie sagte, sie wolle nach Hause. Vielleicht... Was? Nichts. Machen wir weiter. Die hatte ja auch die Rüstung an, ne? Vielleicht... Ist dieser kleine Bunker mit der Rüstung... Du würdest es hassen, Liz, aber ich habe eine Laudatio auf dich geschrieben. Ich wollte versuchen auszudrücken, alle deine Kinder, wenn sie von Apollo gelernt haben, werden sie denken, dass sie alles wissen. Aber sie müssen begreifen, was du für sie getan hast. Wie sehr du die ganze Welt geliebt hast. Mit einer Intensität, die überwältigend war. Umfassend. Und die dich am Ende getötet hat. Oder für die du gestorben bist. Je nachdem, wie man es sieht. Also, Liz, du warst ein hübsches, verlässliches Mädel. Es tut mir leid, dass es dich zuerst erwischt hat. Wenn es ein Zuhause für dich gab, hoffe ich, dass du angekommen bist. Aber dieses Denkmal, das Ronson dir gesetzt hat, irgendwie gruselig, wenn du mich fragst. Ruhe in Frieden, Liz. Du hast es weiß Gott verdient. Hallo, Liz. Ich weiß. Ich weiß, dass du das hier niemals hören wirst. Aber darum geht es nicht. Du musstest die Retterin und Märtyrerin und alles auf einmal stehen. Hallo, Margot. Wie geht es dir? Dr. Ronson, ich erhalte sehr viele Nachrichten. Unerwünschte Nachrichten. Von Ted. Margot, es tut mir leid. Seit Liz...
gegangen ist, gibt es niemanden mehr, der ihn uns vom Hals hält. Ich werde mit Ted reden. Meistens will er Updates. Ständige Updates. Hunderte von Updates zu Sachen, von denen er überhaupt nichts versteht. Um diesen Mist hat sich Liz immer gekümmert. Er begreift das ganze System nicht. Und das war auch irgendwie beabsichtigt. Aber sein Benehmen ist wirklich grenzwertig. Wir müssen ihn einfach nur bei Laune halten. Liz sagte immer, haltet ihn bei Laune. Soll das ein Witz sein? Haben Sie mal gehört, wie sie mit ihm geredet hat? Sie wurde mit ihm fertig, Margot. Ich meine, vielleicht sollte ich ihn ignorieren. Er hat sich in seiner Pyramide vergraben mit den Holo. Am Ende des Kraters ist noch ein Bereich. Er scheint die Explosion überstanden zu haben. Weil er gepanzert war. Du hast den Kontrollraum gefunden. Ich bin auf dem Weg. Habt ihr gesehen, dass hier runterging? Eigentlich müsste Hades doch schon ein, zwei Wächter hier haben, oder? Ein Datenpunkt. Oh, Liz. Ich habe mir das Projekt genau angesehen. Letztendlich ist es ganz einfach. Es ist sauber. Es ist klar. Es ist die Löschung. Addition durch Subtraktion. Ich kann es besser machen, Liz. Mit einem einzigen Handgriff kann ich alles zum Verschwinden. Mir gefällt nicht, in welche Richtung das geht. Mach weiter. Als ich die Luke geöffnet habe, von dieser Seite aus strömte Luft hinein. Weil niemand in der Kammer war. Aber die Alphas waren da drin. Kein Zugriff zur Kernkontrolle. Alpha-Freigabe blockiert. Verdammt, was ist Omega-Freigabe? Oh nein. Alpha-Personal. Es tut mir wirklich leid, aber... Ihr müsst mir zuhören, ja? Ich habe euch etwas zu sagen. Es ist nicht einfach. Also, bitte stoppt eure Zugriffsversuche, okay? Denn es geht darum, dass... hört doch jetzt endlich mit diesen Zugriffsversuchen auf! Was ich sagen will, ist... Ich muss immerzu an die denken, die nach uns kommen. Unschuldige, tadellose Männer und Frauen. Von uns sollen sie Wissen bekommen? Wie ein Geschenk? Ted, das haben wir schon besprochen. Apollo hat über 3000 Ausfallsicherungen. Das ist kein Geschenk, es ist eine Krankheit. Sie sind die Heilung und wir verbreiten Krankheit. Unsere Krankheit? Nein, das geht nicht. Und es ist nicht zu spät. Wenn wir ein Opfer bringen können. So muss es doch nicht laufen. Das tut es schon, Samina. Und zwar seit 3 Minuten. Ich habe Apollo gelöscht. Er ist weg, ganz weg. Alle Kopien. Ein Opfer bringen? Das ist kein Opfer. Das ist kulturelles Vergessen, du irrer Bastard. Jahrtausende der Kultur. Tut mir leid. Wirklich, ich. Aber manchmal müssen zum Schutz von Unschuldigen... Unschuldige sterben. Notfallwarnung. Abfall der Atmosphäre. What? Der hat die ganzen Daten gelöscht. Alles. Er hat sie umgebracht. Das ist also der Grund. Der Grund, warum wir in finsterer Unwissenheit gefangen waren. Wegen der Unschuldigen. Unschuldige.
Er hätte mal den Sonnenring sehen sollen. Alles, was diese Leute erreicht hatten. Alles Wissen der Alten. Ausgelöscht. Weggeworfen. Einfach in die Leere. Genau wie auch die Alphas selbst. Nein. Keine Leere. Als die Luke aufging und ihre Asche der Wind verwehte, gelangten sie in ihre neue Welt. Die Welt, in der wir leben. Sie ist ein Monument dessen, was sie erreichen wollten. Ein Monument des Vergessens. Nicht des Vergessens, Silence. Der Hoffnung. Crazy. Die Masterüberbrückung. Sie ist so klein. Jetzt musst du damit nur noch Hades vernichten. Weil die hier vor allen Dingen einfach noch so rumliegt, übelst gechillt. Okay. Hades müsste ja noch hier sein irgendwo, ne? Wenn die im Endeffekt alle hier waren, dann muss Hades ebenfalls hier sein. Versuch bitte nicht in den Tod zu stürzen. Die Masterüberbrückung überbrückt nicht die Schwerkraft. Aha. Och. Schön halten. Schön halten. Das geht mir hier alles ein bisschen zu einfach, muss ich sagen. Ich spaziere hier durch und keiner hält mich auf. Hat ja das alles. Und dieser kleine Spalt hat halt zugereicht, um dem Schwarm zu zeigen, wo die sitzen. Du bist hier. Nur ganz kurz. Was? Unser gemeinsamer Weg ist zu Ende, Aloy. Oh. Doch bevor ich gehe, sollst du noch den Rest der Geschichte erfahren. Nur zu. Ich habe dir ja bereits erzählt, dass ich mit der Eklipse zu tun hatte. Aber ich habe dir nie das ganze Ausmaß meiner Schuld gestanden. Es ist so. Ich war von Anfang an dabei. Ich fand Hades, Aloy. Auf dem Berg begraben, in dem zerschmetterten Titanen. Und ich diente ihm. Was? Er versprach Wissen und gab es mir. Solches Wissen, unvorstellbar. Und im Austausch? Ich erschuf die Eklipse. Ich erschuf den Kult, eine Armee nur für ihn. Warum erzählst du mir das jetzt? Weil dein Erfolg von diesem Wissen abhängt. Als ich Hades fand, war das Erste, wozu er mir Fragen stellte, der Turm. Nicht Meridian. Der Turm. Warum gerade danach? Der Turm wurde von Gaia erbaut. Von welchem Teil Gaias? Minerva. Ihr Codebrechermodul. Gaia baute Türme, um die Codes zu übertragen, die die Pharaoh-Maschinen abschalteten. Ihre Biomasse-Umwandlungssysteme stoppten. Hades möchte etwas Neues senden. Die Maschinen erwecken, damit sie die Welt noch einmal verschlingen. Ja. Nach dem, was wir wissen, komme ich auch zu diesem Schluss. Und die Eklipse. Die erweckten Roboter. Sie sind nur ein Mittel zum Zweck. Eine Armee, die den Turm erobert. Ja. Damit Hades wieder alles Leben auslöschen kann. Wenn du ihn nicht stoppst. Und wie stoppe ich Hades? Mehr kann ich nicht tun. Von diesem Moment an liegt es an dir. Nimm meine Lanze. Montiere die Masterüberbrückung daran, dann kannst du sie injizieren. Dann brauche ich sie Hades also nur noch in seinen Schädel zu rammen? Ganz genau. Oh, kein Problem. Silence! Wo willst du hin? Überall und nirgends. Es gibt noch so viel zu entdecken, bevor die Welt endet. Und das hier? Überlasse ich dir, natürlich. Wir wissen ja, du bist dazu bestimmt. Ich bin nur so
hineingestolpert. Okay. Die Musik dazu, ne? An der Lanze. Eine starke Waffe entdeckt. Ich bin weit gereist, um dich zu finden. Ich habe deine Übertragung empfangen. Das warst du doch, oder? Einheit unbekannt. Ich heiße Silence. Und du bist? Ich glaube nicht, dass du gerufen hättest, wenn du nicht etwas gebaut hättest. Du hast gerufen, ich habe geantwortet. Sagst du mir deinen Namen? Hades. Du bist eine Schöpfung der Alten. Eine Kriegsmaschine? Definiere Zeitlinie. Zeit? Ah, es herrscht der 13. König des Karja-Sonnenreichs. Definiere Karja. Wir greifen vor. Bist du eine Schöpfung der Alten? Ich frage mich, wie lange du hier gewartet hast, begraben, bis ich dich gefunden habe. Wie lange du warten müsstest, bis wieder jemand kommt. Du bist offensichtlich sehr mächtig, aber ohne mich kannst du nichts tun. Titan beherbergt nur den Intellekt. Definiere Karja. Das ist schon besser. Okay. Aufgabe abgeschlossen. Ja, das Fokusnetzwerk ist aktiv, gebaut nach deinen Angaben. Überprüfe es selbst, wenn du willst. Ich warte. Aber... ich möchte dich an die Belohnung erinnern, die du immer noch zurückhältst. Quantenprozesse? Daten wurden kompiliert, Volumen übersteigt, Transferkapazität. Wie unangenehm für mich. Komm her, du sollst deine Belohnung bekommen. Also gut. Helis, Bedrohung in der Eklipse entdeckt. Sag seinen Namen, O Schatten, und er wird sterben. Du wirst diesen Mann eliminieren, Silence. Silence. Ja. Eine Wahrheit, die des Nachts geflüstert wird, wird am Tag offenbart. Er war nie einer von uns. Es wird geschehen. Krass. Sie kommen. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Ich muss den Sonnenkönig vor dem Angriff warnen. Aaron war unterwegs zum Palast. Es ist, wie ich versprochen habe. Audienz verschaffen. Was für eine Art Maschine ist das? So etwas habe ich noch nie gesehen. Bleib! Bleib zurück, Karja, im Schatten! Falsch! Verbeugt euch vor dem verborgenen Schatten! Der verborgene Schatten? Ich verstehe nicht. Hat Araman den Gauhar nicht verstanden, der sich auf der Flamme niederließ? Ah, er kennt die Heilige Schrift. Araman folgte dem Schatten, den der Turm warf. Zu dem Berg, auf dem das heilige Meridian erbaut wurde. Ihr werdet dem Schatten noch einmal folgen. Ich bin ein ehrenwerter Mann. Ein Auserwählter der Sonne. Aber in Zeiten der Not kann die Macht des Schattens erreichen, was die Sonne allein nicht schafft. Werdet ihr uns zurückgeben, was unser ist, o Schatten der Prophezeiung? Ich brauche eine Armee, Gehorche, und Meridian ist dein. Ihr könnt euch unseres Gehorsams sicher sein. Was, Leute? Also hat der Silence den quasi aus der Versenkung geholt, den Hades? Und wollte einfach eine Belohnung dafür haben. Wurde dafür von Hades ausgeliefert. Interessant, Leute. Begib dich nach Steuerfels. Das scheint dann wahrscheinlich die letzte Mission zu sein. Bild hoch. Müssen wir wieder hierhin zurück.
Haben wir noch Conny entdeckt, wenn ich das so sehe? Gut, das machen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank erstmal wieder fürs Zuschauen. Und ich guck mal, ob ich bis zur nächsten Folge vielleicht noch die fehlende Energiezelle auftreiben kann. Damit wir uns die Rüstung noch snacken können. Ins Gebiet. Rest ist pausiert. Okay. Ah, okay. Geheimnis um Eris, um Ersas Schicksal. Also müssen wir erstmal das hier machen. Okay, verstehe. Altes Waffenlager. Uns fehlt halt hier noch die Energiezelle. Guck mal, ob ich die bis zum nächsten Mal auftreiben kann. Ansonsten haben wir wieder viel erfahren. Und bewegen uns so langsam aufs Ende zu. Gut, Leute. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Oder rein.